Weit ein Symbol der nicht mehr vorhandenen DDR. Kurz vor Beendigung der Trabi-Produktion entstand in Sachsen der Film, den wir Ihnen nun zeigen werden. In diesem Film spielen auch viele große Namen aus der Geschichte des Automobilbaus eine Rolle. Zwickau. Eine Industriestadt in Sachsen. Nicht irgendeine, sondern das frühere Zentrum des deutschen Automobilbaus. 1904 gründete August Horch hier die Horch Motorenwagenwerke AG. Sein Leitsatz: Ich war unter allen Umständen bemüht, nur gute Wagen aus erstklassigem Material zu bauen. Horch wurde rasch zur Nobelmarke. Aber Gründer und Geldgeber gerieten in Streit. Horch musste gehen. Nun setzt man sich damals hin und hat alles Mögliche getan, um einen neuen Namen für die Firma herauszubringen. Da hat ein Gymnasiast, der im Zimmer mit saß bei uns, der kam auf den Namen Audi. Der sagt, es ist doch sehr einfach, das heißt doch auch Horch. Und auf diese Weise sind dann die Audi-Werke entstanden. So entstand direkt in der Nachbarschaft das neue Audi-Werk. Lateinisch Audi, zu Deutsch Horch. Die Weltwirtschaftskrise zwang die deutsche Autoindustrie zur Konzentration und führte Horch und Audi zusammen. Dazu kamen die Firmen Wanderer und DKW. So entstand 1932 die Auto-Union aus den Marken DKW, Audi, Wanderer und Horch. Neben diesen Nobelmarken nahm der DKW bald die führende Rolle unter den Kleinwagen ein. Er wurde eine Art Volkswagen der 30er Jahre. Er war der erste in Serie gebaute Wagen mit Frontantrieb und Zweitaktmotor mit einer teilweise aus Holz bestehenden Karosserie. Ein unverwüstliches und erschwingliches Vehikel. Vom einfachen Viersitzer bis zum Luxuscabriolet. 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die IFA, Industrievereinigung Fahrzeugbau, produzierte in der Deutschen Demokratischen Republik den F9. Weitgehend identisch mit dem in Westdeutschland gebauten DKW 3-6. Der Kalte Krieg trieb die DDR immer mehr in wirtschaftliche Isolation. Stahlblech wurde knapp. Um trotzdem einen ostdeutschen Volkswagen entwickeln zu können, griff man auf die bewährte Gemischtbauweise von DKW zurück. Für die Karosserie wurde ein spezieller Kunststoff entwickelt. Er wurde am P70 erprobt, einem Vorgänger des späteren Trabant. Der erste Trabant ging 1958 in Serie. Prototypen für einen Nachfolger gab es schon Ende der 60er Jahre. In Kunststoff, aus Blech, mit 2- oder 4-Taktmotor. Zum Teil auf westlichem Niveau. Aber die Kommandowirtschaft hatte andere Pläne. Keiner ging in Serie. Für sie war das Werksmuseum Endstation. Nur das Modell 601 blieb in Produktion. Es lief fast unverändert über 3 Jahrzehnte vom Band. Vorbei an allen anderen technischen Weiterentwicklungen. VEB Sachsenring, so hieß ab 1956 das Horchwerk, war die neue, alte Produktionsstätte. Trabant kommt aus dem Lateinischen und heißt Gefährte oder Begleiter. Und so entstand er. Pressen der Blechteile für das Gerippe des Trabant.
Arbeiter verbinden die einzelnen Pressen zu einer Pressenstraße. Das vorgeformte Bodenblech trägt das Gerippe. Das Ovalband kam 1963. Damit wurde die Fertigungszeit pro Wagen um 2 Stunden verkürzt. Zuletzt waren im Werk Sachsenring 12.000 Arbeiter beschäftigt, darunter viele Gastarbeiter aus Vietnam, Kuba und Mosambik. In 2 Schichten entstanden täglich bis zu 580 Trabant. Durchschnittlicher Monatslohn 1.200 Ostmark. Die Trabant-Seitenteile auf dem Weg in ein Rundband. Die fertige Bodengruppe mit Vorbau. Die Seitenteile sowie Front- und Heckfensterrahmen werden eingespannt und vorgeheftet. Am Rohbaugerippe fehlt noch die Heckschürze. Fast eine Sensation. Ein Schweißroboter komplettiert die Heckschürze und reicht das Teil weiter. Die sogenannte Auspunktstrecke. Die Rohkarosse wurde mit 4.620 Schweißpunkten vollendet. Westliche Karossen haben etwa 1.500. Die Rohkarosserie steht. Die Zwickauer Gabelstaplerfahrer leisten Millimeterarbeit. Schon nach 600 Metern war man am Ziel, im Werk 3, zur Karosseriebeplankung und Lackierung. Baumwolle schlechtester Qualität aus der UdSSR wurde verarbeitet, als Füllstoff immer noch gut genug und ein Ausweg aus dem Rohstoffengpass der DDR. Der zweite Rohstoff der Kunststoffkarosserie, das Phenolharz als Bindemittel. Ausgefiltert bei der Destillation von heimischem Braunkohlenteer. Arbeitsplätze, die es sonst in keinem Automobilwerk der Welt gibt. Die aufbereitete, zerkleinerte Baumwolle wird im Kalander zum Vlies gepresst und mit Phenolharz gemischt.
Die Dosierung entscheidet über die Eigenschaften Beständigkeit und Beweglichkeit. Der feine Kunststoffstaub dringt durch jede noch so kleine Ritze. Bis zu 12 Baumwollfließbahnen übereinander gelegt, verliehen der Kunststoffhaut die notwendige Festigkeit. Die Vorverdichtung unter der Walze und ein automatischer Zuschnitt sorgten für einigermaßen rationelle Verarbeitung. Die Zuschnitte für die einzelnen Karosserieteile wurden festgelegt. Hier für die Schablone eines hinteren Kotflügels. Der Abfall wandert zurück in den Trichter zur Wiederverwendung. Eine unendliche Recyclinggeschichte. Und so begann das Formen in den Heißpressen. Wie bei einer Blechpresse, pressen Bett und Stempel. Füllung für ein Trabi-Dach. Eine Lage Spezialpackpapier, die Innenseite des Dachs. Gepresst wurde von unten nach oben. Dort sitzt die Gegenform aus Hartgummimasse. Wieder Spezialpapier, um das Ankleben an der Gummiform zu verhindern. Rhythmischer Arbeitsablauf. Wenn alle 45 Pressen ihre Teile zugleich ablieferten, kam es zum Stau. Zunächst fuhr der Stempel mehrmals auf und nieder, um zu entlüften, um auch die letzten Hohlräume aus der Matte zu drücken.
Über Heiß- und Kühlwasser wurde das Pressgut temperiert. Bei 188 Grad flossen Baumwolle und Phenolharz ineinander. Diese heiße Phase dauerte 8 Minuten. Zeit für einen Abstecher. 40 Kilometer in Richtung Osten liegt Chemnitz. Unweit der ehemaligen Rennabteilung der Auto-Union liegt der Stammbetrieb des IFA-Kombinats. Hier entstand der Trabant-Motor. Die Kurbelwelle, aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Ein Kuriosum im Automobilbau. Mit einem sogenannten Taumelschlag wird der Rundlauf der Kurbelwelle in die gewünschte Toleranz gebracht. Mit einem Hammer. Die Taktstraße für die Motorenmontage. Kapazität 615 Aggregate pro Tag. Auf die Lagerschalen kam die Kurbelwelle. Mit Klebemasse versehen, die zugleich abdichtete, wurde das Kurbelgehäuseoberteil aufgesetzt. Die Pleuelstangen erhielten die Kolben mit den Kolbenbolzen. Der Zylinderkopf wurde über den Kolben gestülpt, vorher die Kolbenringe vorgespannt. Passt. Ab zum Prüfstand. Jeder Motor musste hier 4 Minuten durchhalten. Rund 20 Zweitakter wurden gleichzeitig geprüft. Hubraum 600 Kubikzentimeter, luftgekühlt 26 PS. Leerlauf und Kraftstoff-Luftgemisch wurden am Vergaser eingestellt. Prüfdrehzahl 2000 bis 3000 Umdrehungen pro Minute. Dann die subjektive Geräuschprüfung. Nach Gehör. Eine Aufgabe für Spezialisten. Wieder ein Job, den es in keinem Automobilwerk der Welt gibt. Die Endabnahme ist vorbei. Von Chemnitz zurück nach Zwickau. Inzwischen waren Baumwolle und Phenolharz miteinander verschmolzen und ausgehärtet. Nach der 8 Minuten langen heißen Phase und weiteren 2 Minuten Kühlung war das Dach zum Anfassen. Duroplast ist weltweit mit über 30 Patenten abgesichert. Der Beitrag des Sachsenrings zur Kunststoffentwicklung. Denn der Trabant war der erste und bisher einzige Wagen mit Kunststoffkarosserie in Großserie.
Choreografie an der Bandsäge eine Frage der Übung. Arbeitssicherheit? Die groben Sägespuren wurden entgratet. Anschließend glattschleifen und sauber bürsten, besonders an den späteren Verbindungslinien mit dem Rohbaugerippe. Die Verkleidung bereit zum Beplanken. 32 Kilogramm je Fahrzeug. Der Haftgrund auf dem Gerippe war eingebrannt. Die Einkleidung konnte beginnen. Das Formteil für das Dach. Zuerst wurde in Zwickau mehr geschraubt, später mehr geklebt, mit Buna-Kautschuk, der zugleich als Dichtmasse wirkte. Ganz ohne Schrauben ging es dann aber doch nicht. Gleiche Toleranzen rund um die Tür. Jetzt passte sie nur noch zu diesem einen Trabi. Ein Unikum, eine Art Maßanzug im Automobilbau. Die Plastehaut noch ohne Farbe. Damit die Farbe hielt, war ein Haftvermittler erforderlich, der Primer. Gut verpackte Roboter spritzten den Trabi von außen. Im Innenraum machten das Menschen, ungeschützt. Der Primer füllt Unebenheiten aus. Was überstand, wurde nass abgeschliffen. Dazwischen immer wieder Kontrollen. In der Lackierhalle. Der Mensch ohne Maske. Geschützt nur der Roboter. Fünf Farben standen zur Auswahl. Der Kunstharzlack kam aus Eisenach. Er trocknete in 4 Minuten bei 90 Grad. Heißer ging's nicht. Bei 110 Grad verzogen sich die Duroplastteile. Damit war der Lack vorgehärtet. Die Karosserie wurde wieder einige hundert Meter ins Werk 2 transportiert. Zur Endmontage. Es gab nur ein einziges U-Band für die Montage. Mehr als 150.000 Trabis pro Jahr konnten damit nicht produziert werden. Halbzeit. Am Ende der ersten Bandhälfte setzte ein Kettenförderer die Karosserie auf die Gegenfahrbahn. Dort wartete bereits der Antriebsblock samt Getriebe und Vorderachse auf die traditionelle Autohochzeit. 4 Männer, 4 Schrauben, um den kompakten Fahrschemel an der Karosserie zu befestigen.
und wieder einklinken in den Takt des Bandes. Radmontage. Die Felgen wurden in demselben Hallenkomplex grundiert, lackiert und bereift. Marke Pneumant. Der Tank lag über dem Motor. Man brauchte also keine Benzinpumpe. Die Bremsflüssigkeit wurde eingefüllt, gleichzeitig die Leitungen entlüftet. Das Öl-Benzin-Gemisch konnte im Laufe der Jahre auf das Verhältnis 1 zu 50 gebracht werden. Aber die blaue Fahne verriet ein gehöriges Defizit im Umweltverhalten. Die Jungfernfahrt führte über den Rollenprüfstand. Noch war der Wagen nicht komplett, er hatte noch keine Sitze. Jeder Fahrer mit eigenem Klappsitz. Vorsicht, Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie dicht war die Kunststoffkarosserie? Eine einfache, aber wirksame Kontrolle. Alle 5 Minuten verließ ein Trabant die Fabrik. Er fuhr auf eigenen Achsen zum 3 Kilometer entfernten Auslieferungsplatz oder gleich auf die Transportwagen der Reichsbahn. Drei Millionen Trabis wurden gebaut. Die normale Wartezeit für einen Durchschnittsbürger betrug 15 Jahre. Am 30.04.1991 lief der letzte Trabi vom Band. Es waren insgesamt 3.098.000. Der letzte Trabant bedeutete das Ende der VEB IFA und damit das Ende der Automobilproduktion der DDR. Doch Wagenbauer wird es in Zwickau weitergeben. In Mosel, nur wenige Kilometer entfernt, schreibt VW die Geschichte dieses traditionsreichen Industriestandorts weiter.